Der FC Arsenal verpflichtet Yannick Haberer. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom SC Freiburg nach London. Es war eine geile Zeit beim SC Freiburg, so Haberer. Ich habe eine Menge gelernt und werde den SC Freiburg immer im Herzen haben. Aber nun wurde es Zeit für eine Veränderung. Ich freue mich auf die Gunners, fügte er hinzu. Über die Ablösesumme wurde stillschweigend vereinbart. Und damit, ja, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 SC Freiburg Karriere. Wir haben Yannick Haberer verkauft. Zu den Gunners nach London wechselt er zum FC Arsenal. Er ist weg. Das ist einfach jetzt so. Ihr wolltet das ja eigentlich auch so mehr oder weniger, in den Kommentaren stand das ja alles auch. Er hätte eigentlich schon im Sommer gehen sollen. Normalerweise zumindest wäre das mein Plan gewesen. Deswegen haben wir auch Marvin Melem geholt. Also es war eigentlich schon alles vorbereitet für einen Transfer. Kam aber jetzt halt erst im Winter zustande. Und ich denke, es ist für ihn nochmal so ein nächster Karriereschritt. Ich weiß, man könnte natürlich jetzt auch behaupten, ja, er wird sich beim FC Arsenal vielleicht nicht unbedingt durchsetzen. Er wird es auf jeden Fall schwer haben, aber wenn man nochmal die Chance hat, in einer Karriere in die Premier League zu wechseln, dann würde man das auch gerne wahrnehmen. Vor allem bei so einem Verein. Also, ne? Ich meine, das ist der FC Arsenal. Da kann man auch mal gern hinwechseln. Nummer 1. Nummer 2. Wir werden heute den Rückrundenauftakt machen. Wir spielen gegen Augsburg und gegen Union Berlin. Ich bin die Kommentare durchgegangen und dazu werde ich gleich dann nochmal was sagen. Ansonsten müssen wir uns noch auf dem rechten Mittelfeld umsehen. Wir haben ja nach wie vor unser Problem da auf dieser Position. Kwon ist gegangen und zwar nach Wolfsburg. Wir haben Dayaku geholt, der aus meiner Sicht halt eher kein RM ist, weshalb wir da immer noch meiner Meinung nach so ein bisschen unterbesetzt sind. Aber gut, so ist es halt. Wir müssen das jetzt erstmal kurz auskompensieren. Eventuell bis zum Sommer, vielleicht auch in dieser Folge. Ich weiß es nicht. Also vielleicht passiert was in dieser Folge noch. Ich habe da so ein, zwei Kandidaten auf dem Zettel, die da sehr interessant sind. Und ich denke auch ungefähr da reinpassen könnten. Ansonsten, wie gesagt, Rückrundenauftakt, die ersten zwei Spiele sind am Start und ja, gehen wir rein, würde ich sagen. Und dann beginnen wir mit einem Kaufangebot für Lino Tempelmann, den haben wir in der letzten Folge auf die Transferliste gepackt, nachdem er von seiner Leihe zurückgekehrt ist. Der wird auf jeden Fall den Verein verlassen und der FC Vitorul aus Rumänien, der hat direkt mal Interesse, 530.000 Euro, da werden wir verhandeln. Und wir können uns mit Vitorul auf eine Ablösesumme von 750.000 Euro einigen und damit genau den Marktwert von Tempelmann. Den bekommen wir dann im Endeffekt, wenn der Transfer durchgeht natürlich. Und an dieser Stelle würde ich dann jetzt mal ganz kurz auf die Kommentare eingehen, beziehungsweise auf die meisten. Ich weiß, dass ihr Demirovic holen wollt oder haben wollt und ich weiß auch, dass der in echt gerade da zum SC Freiburg hingewechselt ist. Allerdings werde ich das nicht machen, weil ich persönlich bin ja, wir sind ja schon ein bisschen weiter als die Realität. Außerdem habe ich mir ihn hier in FIFA natürlich auch schon angeguckt. Also da kann mir echt keiner was vorwerfen, dass ich das nicht gemacht habe. Könnt ihr mal eben ganz kurz suchen. Da ist er auch schon. Hat eine 73 Deportivo Alaves, aber mir gefallen seine Werte nicht. Und nur weil der in echt dahin gewechselt ist, heißt das nicht, dass ich ihn auch holen muss. Das wollte ich kurz mal an dieser Stelle gesagt haben. Gleiches gilt übrigens auch für Luca Kilian, der auch genannt wurde, der von Paderborn gewesen wäre. Allerdings brauche ich ihn ehrlich gesagt nicht, weil wir genug Innenverteidiger haben und ich denke, da müssen wir auch ehrlich gesagt derzeit nichts wirklich machen. Das ist also ein bisschen was anderes als bei Demirovic. Dann gehe ich nochmal ganz kurz auf die rechte Mittelfeldspielerposition ein. Natürlich ist immer noch Christian Conte ein Kandidat, den man sich holen könnte. Allerdings habe ich auch in der letzten Folge, glaube ich, jemanden noch genannt, den man auch eigentlich holen könnte. Wäre so praktisch, ja, ein alter Kollege von Marvin Melem und zwar ist das Brayden Manu, auch wenn er hier auch nur linke Mittelfeldspieler spielen kann, aber er ist halt Rechtsfuß, er ist von den Werten her auch ziemlich schnell, ziemlich beweglich, eine gute Ausdauer hat er, ist auch ordentlich im Dribbling, aber auch wie bei so vielen muss er an Flanken arbeiten und auch am Pass, aber ansonsten wäre er auch ein Kandidat meiner Meinung nach. Und wen ich mir auch noch vorstellen könnte, wäre ein Robin Hack vom 1. FC Nürnberg, ist auch sehr schnell, allerdings lässt da die Ausdauer ein bisschen zu wünschen übrig, der ist sehr schnell K.O., allerdings gute Ballkontrolle, gutes Dribbling, guter Abschluss. Auch hier müsste man flanken und passen lernen oder ja trainieren. Aber ansonsten wäre der auch ein Kandidat. Meiner Meinung nach zumindest. Ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen. Sie können nun Fragen stellen. Wie sehen Sie die Gerüchte, dass Heinz eine Vertragsverlängerung beim SC Freiburg abgelehnt hat? Noch spielt Dominik bei uns und das wird sich auch in den nächsten 7 Monaten nicht ändern. Sobald sich da etwas tut, werden Sie es als Erster erfahren. Hat Freiburg schon den perfekten Kwon-Ersatz? Kann Wu seine Nachfolge antreten? Ich weiß noch nicht, ob wir einen Ersatz verpflichten werden. Wu bekommt auf jeden Fall seine Chance. Aber man darf keine Wunderdinge von ihm erwarten. Hat Freiburg schon den perfekten Haberer-Ersatz? Die Spekulation, wer Haberer ersetzen kann,
können sie sich eigentlich sparen. Vasiliades wird das schon machen aus seiner Position. So, vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken. Bevor wir uns die Ausstellung für das Spiel gegen den FC Augsburg angucken, muss ich eben kurz noch eine Sache aus der letzten Folge hinzufügen, denn ich habe da etwas vergessen. Und zwar wollte ich noch neben den Informativen zum FIFA 21 Karrieremodus, wollte ich noch was zu dieser Karriere sagen. Und wahrscheinlich wird es nach dieser Saison nur noch eine weitere geben, denn ich glaube, zeittechnisch wird das nicht hinhauen, noch zwei weitere dran zu hängen. Also es wird wahrscheinlich 4 Saisons insgesamt geben. Ist leider einfach so. Bisschen ärgerlich, aber naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem dann Spaß mit der Karriere. Wir haben ja noch einiges vor uns, mal gucken, was wir so noch machen können. Ich denke, es bleibt weiterhin ähnlich interessant wie auch in den Saisons zuvor. Also wir spielen schön um den Klassenerhalt und ich denke mal, so ist es auch richtig so. Und jetzt zur Aufstellung, Schwol im Tor, dann haben wir Günther, Heinz, Lienhardt, Agu, das ist praktisch gleich geblieben. Salah heute auf rechts, ist ja praktisch auch schon in der Hinrunde öfter so gewesen. Koch und Vasi auf der Doppel-6, Ampomar auf dem linken Mittelfeld. Und ja, ich weiß, der kann Stürmer spielen. Allerdings finde ich ihn auf dem linken Mittelfeld, genau da, wo er hin sollte. Melem heute auf der 10 und Metscher heute der alleinige Stürmer. Und auf der Bank haben wir dann unter anderem Mavite Kraft, einen Wu, den ich auch in Betracht gezogen habe, vielleicht auf dem rechten Mittelfeld noch eine Chance zu geben, ein bisschen zu trainieren. Wäre vielleicht eine Idee, weil so verkehrt von den Werten her ist er nicht. Mich stört die Schwindgeschwindigkeit auf jeden Fall, die ist ein bisschen zu wenig. Aber der Antritt ist halt eben relativ hoch, sage ich mal. Also da könnte man schon mit was anfangen. Was mit anfangen? Flanken 85 ist auch gut. Wäre auf jeden Fall kein schlechter Kandidat. Dayaku, der Neuzugang heute auch auf der Bank. Und sonst gehen wir dann in das Spiel gegen den FC Augsburg. Spieltag Nummer 18, der Rückrundenauftakt kann beginnen. Augsburg in Weiß und Grün. Von links nach rechts in Durchgang 1 gegen die Gäste aus Freiburg in Rot und Schwarz. Ein Kampf oder ein Spiel um den Klassenerhalt. Auf jeden Fall. Kein Abseits von Marvin Melem. Der weicht auf die rechte Seite aus. Das hat er in den letzten Wochen auch schon öfter gemacht. Marvin Melem. Flanke von Melem. Und da ist Salai. Und das Eigentor von Petersen. 1-0 Freiburg. Die Nachspielzeit ist eigentlich schon durch. Und dann geht so eine Chance rein. Flanke von Melem, der Kopfball von Rani Khedira auf Pedersen. Und dann ist er unglücklich nach dieser Ballannahme von Salai. Der erste Kontakt von ihm ist dann direkt im Tor. Eigentor von Mats Pedersen und die Führung für Freiburg aus dem Nichts. Was ein krummes Ding zum Abschluss dieser ersten Hälfte. Geht er an Lienhardt vorbei. Immer noch Gregoritsch mit Übersteiger. Geht da auch wieder vorbei. Und sein Abschluss landet in den Armen von Alex Schwolo. Er hat da eine Lücke gefunden für Marvin Melem. Der dreht sich gut weg. Marvin Melem im Strafraum der Augsburger. Geblockt von Khedira. Es hat ein bisschen gebraucht, bis die Freiburger mal wieder im Strafraum der Augsburger sind. Mit Anouar. Augsburg kommt. Guter Pass von Anouar auf Gregoritsch. Flanke geht Richtung zweiter Pfosten. Günther genau vor Anouar. Ausgleich. Und das hat sich angedeutet in den letzten Minuten. Der FC Augsburg wurde immer besser. Gut gespielt von Anouar, der den Ball hier selber einleitet mit dem Pass auf Gregoritsch. Die Flanke vom Österreicher geht auf den zweiten Pfosten Richtung John Eib, aber er bekommt ihn nicht. Günther klärt dann mit dem Kopf Richtung Mitte und das ist der Knackpunkt dieses Angriffs. Denn die perfekte Vorlage für Anouar, der muss den Ball nur noch reindreschen. Zum Ausgleich. Hat das Schiri nicht gesehen, gibt Eckball auf jeden Fall. Oh, das ist ein Handspiel von Khedira. Da kann man nach Elfmeter fragen auf jeden Fall. Trotzdem gibt es den Eckball. Ampomar mit der Ecke von der linken Seite bringt den Ball rein. Metscher! Mit dem Kopf, aber am Kasten vorbei. Schlecht gemacht von Lienhardt. Niederlechner. Eib mit Olsson. 2-1. Augsburg dreht die Partie. ...88. Minute, kurz vor Schluss. Kommt Olsson, der eingewechselte Olsson mit dem 2-1. Und da ist Lienhardt einen Schritt zu spät.
steht er nicht gut. Und der Flachschuss besiegelt wahrscheinlich die Niederlage des SC Freiburg. Und das haben die sich verdient, das haben die sich richtig erarbeitet, die Augsburger. Und das war's. Augsburg gewinnt nach 1-0 Rückstand durch das Eigentor von Pedersen in Halbzeit 1. Am Ende noch mit 2-1 und da gucken die Freiburger verdutzt durch die Gegend. Sie haben hier in diesem Spiel wirklich nicht viel zu melden gehabt. Die Augsburger haben sich hier reingekämpft in die zweite Halbzeit und verdienen ja am Ende diesen Sieg auch. Wir verlieren am Ende 2-1, allerdings halt, wie auch schon gerade eben gesagt, zu Recht. Die Augsburger waren einfach auch gefährlicher, sie waren die bessere Mannschaft. Die hatten in diesem Spiel eigentlich nichts zu melden und das ist schon ein bisschen erstaunlich. Aber gut, wir haben jetzt eine Wiedergutmachung vor uns, denn gegen Union Berlin müssen wir gewinnen und wirklich, da brauchen wir 3 Punkte ganz dringend. Trotzdem befinden wir uns immer noch auf Platz 11 mit 19 Punkten, ist denke ich immer noch ganz okay. Trotzdem, ja, ärgerlich das Spiel. Nach dieser Niederlage nehmen wir dann trotzdem mal eine Trainingseinheit mit und Baumann verbessert sich auf eine 72. Einer der 4 Innenverteidiger, wenn Heinz dann weg ist. Also wir haben im Endeffekt dann Schlotterbeck, also ich glaube Kevin ist es. Dann haben wir Mühl und Lienhardt und dann halt eben Baumann und rein theoretisch, wenn er noch da bleibt, haben wir Robin Koch noch, der das spielen könnte. Also wir sind da ganz gut besetzt und brauchen da ehrlich gesagt auch keinen. Und dann haben wir Lino Tempelmann an den FC Vitorol verkauft nach Rumänien und kriegen nochmal 500.000 Euro auf unser Transferbudget. Aber ganz ehrlich, das Transferbudget von uns ist hoch genug. Das ist eigentlich relativ egal, was da passiert mit dem Geld. Wir bekommen ein Leihangebot für Björn Schmitz und da fällt mir direkt wieder ein, ich habe immer noch keinen Steckbrief gemacht. Shame on me. Kommt auf jeden Fall noch. 100%. Werde mich da auf jeden Fall dann auch dran setzen. Belenzes müsste natürlich in Portugal sein. Ob er da wirklich spielen wird, keine Ahnung. Aber ich denke, wir werden das machen. Und ihn dann verleihen erstmal. Und dann gibt es ein Transferangebot für Vincenzo Grifo. 13,3 Millionen Euro von Sporting Lissabon. Und gerade eben hat Grifo gesagt, dass er gehen möchte. Das nehme ich ihm auch ehrlich gesagt nicht übel, weil er spielt hier wirklich auch nicht so die größte Rolle. Auch wenn wir ihn vor allem jetzt in dieser Saison mehr auf der 10 eingesetzt haben und vor allem auch in der Europa League durfte er spielen. Kriegt vielleicht jetzt auch seine Chance nochmal, dadurch, dass Haber ja weggegangen ist jetzt. Könnte man machen, aber ich denke, wir werden das erstmal dabei belassen, dass er hier bleibt. Denn ich denke, wir probieren jetzt mal was auf der 10 aus und er kriegt dadurch praktisch jetzt nochmal eine neue Chance, sich zu beweisen. Und dann sind wir auch in der Aufstellung für das letzte Spiel dieser Folge. Schwole im Tor, Günther, Heinz, Mühl kommt heute rein für Lienhardt, Hefti für Agu. Wu auf der rechten Seite beginnt heute für Salai. Dann haben wir auf der Doppel-6 Koch und Vasi. Apoma auf dem linken Mittelfeld. Grifo auf der 10 heute, wie gesagt, hat jetzt immer die Chance in der Rückrunde sich zu beweisen. Und ganz vorne Metscher. Und damit gehen wir dann in das Spiel gegen Union Berlin und brauchen unbedingt 3 Punkte. Und wieder ein Spiel um den Klassenerhalt. Um den Abstiegskampf herum, Union Berlin zu Gast beim SC Freiburg am 19. Spieltag. Beide Mannschaften stehen bereits auf dem Spielfeld. Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an und damit geht es los. Spieltag Nummer 19, Freiburg von links nach rechts im Durchgang 1 in Rot und Schwarz gegen die weiß gekleideten Gäste aus Berlin, aus der Hauptstadt. Christian Günther mit dem Pass in den Lauf für Grifo. Vincenzo Grifo mit der Chance, Pfosten! Die erste dicke Möglichkeit gehört den Freiburgern durch den Zehner heute in dieser Partie, durch Vincenzo Grifo. Und da hätte er fast die Führung machen können. Grifo direkt weitergespielt für Metscher. Er ist schon im Strafraum, der eiserne Metscher mit dem Pass in den Rücken der Abwehr für Grifo. Und schon wieder der Italiener mit der Chance auf die Führung und diesmal verpasst er knapp. Und das ist natürlich eine Sache für Vincenzo Grifo. Die Ecke kommt rein Richtung Elfmeterpunkt. Koch, Pfosten! Und die Eisernen können diese Situation erklären. Nächste Möglichkeit für den SCF. Schön gesehen. Wu auf der rechten Seite ist mitgelaufen. Hat da auch Platz. Wu mit der Flanke geht Richtung Mitte. Vasiliades! 1-0! Direkt nach wieder Anpfiff. In Halbzeit 2, der Angriff über Grifo eingeleitet, der wirklich an allen Chancen heute beteiligt war, die die Freiburger hatten. Nimmt dann Wu mit auf der rechten Seite und der flankt den Ball in Richtung Mitte, wo Vasiliades den Ball
mit dem Kopf einnicken kann. Zum 1:0. Zum hochverdienten 1:0. Und das war's. Der SC Freiburg gewinnt 1:0 gegen Union Berlin. Ganz wichtiger Sieg für die Mannschaft aus dem Breisgau, aus dem Schwarzwald. Hochverdient, hätte deutlich höher ausgehen können am Ende durch den Treffer von Vasiliadis direkt zum Anpfiff der zweiten Halbzeit. Entscheidet diese Partie. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Was war aus Ihrer Sicht heute ausschlaggebend? Wir hätten nachlegen müssen, um alle Zweifel zu beseitigen. Aber nach unserem letzten Tor waren wir zu zögerlich. Das hätte gegen einen anderen Gegner durchaus gefährlich werden können. Sie konnten die Wende noch schaffen und haben das entscheidende Tor gemacht. Hatten Sie vor dem Spiel dieser beiden so ausgeglichenen Teams Zweifel, dass es einen Sieg geben würde? Das Ergebnis stand für mich nie in Frage. Ich weiß ja, was meine Jungs können. Der nächste Sieg. Hat Union Berlin Ihrer Meinung nach gut gespielt? Wir haben Respekt vor dem Gegner und der Gegner hat auch gut gespielt. Aber wir waren halt eben heute einfach besser. Danke für diese kurzen Aussagen. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder gefühlt am Ende dieser Folge. Wir werden nochmal einen Tag nach vorne simulieren in der Hoffnung, dass der ganze 19. Spieltag auch durchgespielt worden ist, damit wir auch wirklich da an dem Punkt sind, wo wir auch die Tabelle durchgehen können. Dann werde ich nochmal abschließend was zur rechten Mittelfeldposition sagen. Dann habt ihr die Wahl in den Kommentaren, ob ihr da noch jemanden sehen wollt oder nicht. Und ich denke mal, fangen wir doch erstmal an und sagen nochmal ganz kurz etwas zum Spiel gerade eben. 1:0 am Ende gewonnen gegen Union Berlin. Ganz wichtiger Sieg für uns. Wer mir gefallen hat, Vincenzo Grifo. Der hat mir auf die 10 richtig gut gefallen. Hätte eigentlich auch mindestens ein Tor machen müssen oder ja, wie auch immer. Also wenn er den Ball nicht an den Pfosten haut, dann ins Tor am besten. Ja, Grifo hat mir gefallen. Mal gucken, wie er es im Verlauf der Rückrunde dann so meistern wird. Ich denke, das werden wir öfter so machen. Ja, 1:0 am Ende, sehr knappes Ergebnis. Hätten wir deutlich höher gewinnen müssen eigentlich, aber immerhin haben wir überhaupt gewonnen. Wir sind jetzt am Deadline Day angekommen und kriegen dann die Mitteilung, dass Björn Schmitz den Verein für ein Jahr verlässt. Und zwar per Laie zu Belenenses Lissabon. Also wie gesagt, wir werden jetzt einen Blick auf die Tabelle werfen. Haben den Deadline Day in der nächsten Folge. Dann können wir nochmal kurz, wenn wir was benötigen, was tun in Sachen Transfers und gehen jetzt eben die Tabelle durch. Dortmund auf 1 hat unentschieden gespielt, glaube ich, in dieser Folge. Zumindest sieht das so aus und das ist auch der Fall. Gegen Gladbach 2:2 haben damit den nächsten Punktverlust in dieser Saison eingefahren. Die Bayern auf 2, Leipzig auf 3, dann haben wir Leverkusen auf der 4, Gladbach auf der 5, punktgleich mit Hoffenheim. Dann haben wir Wolfsburg, Hertha, Schalke, Köln. Wir auf der 11, ist denke ich ganz ordentlich mit 22 Punkten. Immer noch mit die beste Defensive da unten, was uns da auch von der Tordifferenz her am Leben hält, würde ich sagen. Weil offensiv läuft es nach wie vor nicht so wirklich zusammen. Augsburg auf der 12 sind damit nach dem Sieg gegen uns auf 2 Punkte ran an uns. Mainz auf der 13, Hannover auf der 14, Frankfurt auf der 15. Und dann gibt es einen ordentlichen Abstand zu den letzten drei Mannschaften und zwar in Form von 8 Punkten. Stuttgart auf der 16 haben heute gewonnen gegen Frankfurt, ganz wichtiger Sieg für die. Der HSV auf der 17 und Union Berlin, die wir heute geschlagen haben, auf Platz 18. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Ihr habt die Wahl, sollen wir noch einen rechten Mittelfeldspieler holen? Und wenn ja, welchen? Also scouten können wir jetzt natürlich keinen mehr. Allerdings werde ich jetzt mal 3 Namen nennen. Conte. Dann haben wir, Baku können wir natürlich immer noch holen, aber dann halt erst im Sommer, weil wir den Vorvertrag da unterschreiben können oder halt machen können, wie auch immer. Dann würde ich diese Sache und Robin Hack würde ich auch noch mit reinnehmen in diese Verlosung, aber da wäre ich halt eher, ehrlich gesagt, bei Brandon Manu. Der gefällt mir dann auch eher am ehesten. Der hat ein bisschen was ähnliches wie Makana Baku, nur halt ein bisschen stärker und halt auch ein bisschen älter ist er. Aber naja, eure Entscheidung, sollen wir da noch was machen? Und vielleicht seht ihr auch noch auf anderer Position irgendwas, was ich nicht sehe. Lasst es mich wissen. Jedenfalls war es das für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Macht's gut, haut rein und ciao.